Hallo und herzlich willkommen zu einem Experiment hier auf der Überholspur der guten Laune beim Telestammtisch. Wir sind weiterhin in dieser absolut unvorhersehbar lange laufenden Überbrückungsphase, in der wir uns ja wirklich alle befinden, und wir haben uns gedacht, gegen die Isolation und Langeweile tun wir was mit euch gemeinsam. Denn wir werden hier einen Film gucken und ihr könnt live mit dabei sein, den quasi parallel zu uns gucken und uns dabei lauschen, was wir für mega wichtige Dinge dazu erzählen haben. Ich bin heute der Chef des Rennstalls, der Andi. Guten Tag. Und ich bin glücklicherweise nicht alleine. Nein, ich habe heute mein Rennteam mitgebracht. Grüße gehen raus an den wahrscheinlich erfahrensten Crashtest-Dummy im Team, den Andi. Guten Tag. Hey, hallo. Grüß Gott. Servus. Ebenso mit dabei unser Bruchpilot, der Thilo. Yeah, grüße euch. Hallo. Und ganz neu im Rennstall, unser Fahranfänger, der Sam. Moin, moin und schönen guten Tag. Oder guten Abend, je nachdem, wann man es guckt. Genau, je nachdem wann man es guckt, ist genau der Punkt, denn wir wollen mit euch zusammen heute hier einen Film gucken, vielleicht sogar den Film schlechthin. Die Rede ist von Knight Rider 2000, einen Film, den wir jetzt hier alle gemeinsam gucken werden. Das heißt also, wir zählen hier gleich runter, starten dann alle vier gemeinsam diesen Film, und genau das könnt ihr da draußen auch tun. Das heißt also, ihr besorgt euch den Film und dann wird es hier ein Event, an dem ihr quasi live dabei seid. Ihr könnt euch dazu fühlen, wie als wären wir bei euch zu Hause, als würden wir gemeinsam so als Kumpels ein Bierchen trinken, einen Film gucken, und das ist voll gut gegen die Isolation und so, und ihr müsst auch in dem Fall eigentlich überhaupt auch nicht mitreden, weil ihr könnt das schon tun, aber wir hören es halt nicht, weil es ist ja voll die Aufzeichnung und so. Das heißt also, falls ihr jetzt zum Beispiel betrunken seid zu Hause, könnt ihr das machen. Falls ihr stoned seid zu Hause, könnt ihr das euch auch geben und so. Und ich sag mal, Knight Rider ist auf jeden Fall ein Grund, und unsere Besprechung bzw. unsere Audiokommentare hier auf jeden Fall auch. Wo können die Leute denn den Film herkriegen eigentlich? Läuft der auf Netflix oder so, oder wo kann man den gucken? Amazon Prime gibt's den, glaube ich. Ah, okay. Und dann ist es auch so ein Film, den bekommst du bei diversen Flohmärkten, und ich bin mir sicher, dass die meisten David Hasselhoff-Fans da draußen den Film sowieso bereits in ihrer Sammlung haben. Na klar. Haben wir eigentlich schon genannt, um welchen Film es genau sich handelt. Ja. Mehrfach. Knight Rider 2000. Knight Rider 2000. Ich wollte es nur noch mal hören. Knight Rider 2000! Ich wollte es nur noch mal hören. Ja, aber Sam, auch nochmal für dich. Ja. Jo, wir wollen Film gucken. Wir trinken dabei ganz viel Bier, und du meintest, ich bin sehr männlich. Das liegt daran, dass ich mich in meiner Winterjacke draußen in den kalten Garten gesetzt habe. Denn hier kann ich meiner Männlichkeit inklusive allen Gerüchen vollen Freilauf geben. Jungs, wo seid ihr gerade? Erzählt mal. Ach, ich sitze relativ unspektakulär auf meiner Couch. Ja, ich auch, so Lockdown-mäßig halt. Ne? Und ich tatsächlich an meinem Streamplatz, an meinem PC, wo ich immer meine Streams starte. Boah, geil. Ja, schön. Voll geil. Ihr seid ja abgefahren, ey, Leute. Solche Sachen macht's hier. Ihr Thilo, damals als Knight Rider, ich glaube auf RTL erstmals lief, hast du das da schon geguckt? Nein, ich hab's noch früher geguckt. Weißt du wo? Im ORF, im österreichischen Rundfunk. Den durfte man damals noch hier in München empfangen. Und da lief das früher als in Deutschland tatsächlich. Und da habe ich's dann schon geguckt. 82 kam es raus, gell? Das wird so ungefähr gewesen sein, ja. Gott, das ist mein Geburtsjahr. Ja, 82 bis 86 wurde die Serie ausgestrahlt. Von wann ist denn der Film, den wir heute schauen? Ich bin mir wirklich ums Verrecken nicht sicher, ob ich diesen Film schon gesehen habe. Weil eigentlich habe ich alles mit David Hasselhoff und Knight Rider gesehen. Aber bei dem Film, ich glaube, ich habe den Film immer gemieden, weil der Original Kid nicht dabei ist. Das ist ja tatsächlich der Punkt. Ich bin mir nämlich auch nicht sicher, ob ich den Film schon gesehen habe. Ich bin mir so ziemlich sicher, dass ich von der Serie viel gesehen habe, aber ob ich den Film jetzt unbedingt mal gesehen hatte? Also, der kam zu der Zeit raus. Moment, schauen wir mal nach, wann kam der denn raus? Von 1991 kam genau, er raus. Genau, Mai 91. Im Grunde, da war die ganze Knight Rider-Schose im Fernsehen, die Serie war ja im Grunde schon abgekanzelt und im Grunde auch nicht mehr richtig in. Und sie haben halt versucht, das irgendwie wiederzubeleben, aber das war für mich auch die Zeit, wo das einfach schon nicht mehr interessant war. Also ich habe den Film auch gemieden wie der Teufel das Weihwasser, und deswegen bin ich heute umso gespannter, was mich ja jetzt erwartet. Haben die eigentlich auch, warte mal, ich bringe das immer durcheinander, die haben ja noch öfter so einen Neustart versucht, glaube ich, und jetzt, ich habe vorher noch gesehen und damals, also letztes Jahr, wo ich den David in Berlin getroffen habe, haben wir ja auch kurz darüber gesprochen, der will ja nochmal ein Reboot machen, und zwar inszeniert von James Gunn. Oh, das könnte was werden, der ist gut dabei. Ja, und irgendwie hat es gar noch Probleme gegeben mit den Filmrechten und so, jetzt haben sie aber die schlauen Füchse anscheinend irgendwie
den Plan, dass sie halt einfach, ja, die Filmrechte sind halt sonst wo, aber die Fernsehrechte, die sind wohl frei und deswegen überlegen sie gerade, ob sie nicht für Netflix irgendwie was produzieren wollen. Also ich habe da irgendwas gehört, dass das eventuell, naja. Also sagen wir so, also Knight Rider, die Originalserie 82 bis 86 und dann, ja, hat es doch ein paar Jahre gedauert. 91 kam dann der Film raus, den wir heute anschauen wollen. Dann gab es noch mal eine Serie, die ist Team Knight Rider von 97 bis 98. Habe ich auch nie gesehen, war aber, glaube ich, auch nicht wirklich erfolgreich. Lassen Sie sehen, die hatte 22 Episoden, also nicht so wirklich viel. Die hatten so einen geilen John Jets und Harrier Jet oder sowas, also so einen Riesenteil, wo natürlich auch alle Autos drin waren und so. Und da gab es immer so eine Szene, wo die VT Power Rangers quasi auf vom Horizont kamen fünf Autos auf einen zugefahren. Eines davon war, glaube ich, sogar ein Motorrad. Ja. Es Intro war mega episch, sag ich dir. War da David Hasselhoff dabei? Nee. Der hat es nur produziert, glaube ich. Mitproduziert hat er. Kann sein, dass ich habe es gerade verwechselt. Ich habe es gerade verwechselt mit dieser. Es gab doch so eine MacGyver-Neuauflage mit so einem Jungschauspieler. Die auch. Das ist ja alles neu aufgelegt. Aber okay, pass mal auf. Es geht nämlich weiter, denn 10 Jahre später kam dann 2008 nochmal ein Film Knight Rider Kid in Gefahr raus. Und der war dann tatsächlich, war mit David Hasselhoff sogar. Da haben sie versucht, es wieder aufzustellen für eine neue Serie, die 2008 bis 2009 lief. Und die hieß auch einfach nur Knight Rider. Die wurde aber auch nach einer Staffel schon eingestellt. Das ist aber dieses neue Kid, oder? Ich glaube, du meinst, das war eigentlich auch eine Serie mit einem eigentlich anderen Hauptdarsteller, einem jüngeren. Und der David hatte nur in der ersten Folge beziehungsweise im Pilotfilm einen größeren Auftritt als quasi so Staffelübergabe. Der war gar nicht für die eigentliche Serie gedacht. Und dann gibt es nämlich noch, das weiß nicht, ob man das auch so findet, es gibt eigentlich auch noch Knight Rider 2010. Habe ich mich auch belesen gestern. Und das ist ein komplett neues Setting, komplett neuer Typ in einem apokalyptischen whatever, Amerika, glaube ich. Und da fährt er ein ganz anderes Auto. Das sieht auch wirklich aus wie ein bisschen so DeLorean steckt, ein bisschen drin ist, aber komplett asymmetrisch und halt ein tolles Auto und so. Und da gibt es auch ein paar Szenen, wenn man das googelt im Netz, wo der so in der Wüste ein paar U-Turns macht und so. Ich glaube, das ist aus dem Intro. Ah, ja, also ich sehe gerade genau in der zweiten Knight Rider Serie, da gibt es den Sohn von Michael Knight, der wird sein, Zepter übernimmt. Genau. Von Justin Brüning gespielt, ursprünglich bekannt als Mike Tresseur, also kennt keine Sau, wahrscheinlich Kanadier. Also kann man, glaube ich, getrost auch vergessen. Das kenne ich alles Kanadier. Nicht. Ja, ich, wie gesagt, habe auch wirklich nur die Originalserie gesehen. Ich habe sogar ein Poster daheim gehabt in meinem Zimmer, beim Kinder-Jugendzimmer mit Michael und Kit. Allerdings daneben waren dann Arnold Schwarzenegger, Stallone, so mit City High, City Cobra und Taku Kommando. Also Michael war dann noch das Harmloseste, was ich an der Wand hatte. Okay. Ich war auch irgendwann von heute auf morgen fand ich es irgendwie auch doof. Ja, ich war genau auch wie Wrestling. Ich habe das ja seit 20 Jahren nicht gesehen. Ich habe früher auch Wrestling geschaut, von heute auf morgen fand ich es irgendwie doof. Ich hatte auch so einen großen Kit-Spielzeugauto zu Hause, wo man dann so reinsprechen konnte, wo dann so ein Stimmmodulator drin war. Das war schon richtig geil. Ich freue mich jetzt auch richtig. Das war bestimmt sauteuer. Du warst bestimmt so ein verwöhntes Balk. Ja, den habe ich mir mit meinem Bruder geteilt. Natürlich. Und dann haben wir uns. Deswegen war dieses Teil auch irgendwann ausgeleiert und abgerissen, dieses Sprachmodul, weil wir uns nicht. Ich weiß noch, dass ich unbedingt in meinem ersten Auto, das war damals ein Seat Ibiza 2er, wollte ich unbedingt dieses Lauflicht drin haben und habe mir dann aus Amerika dieses Lauflicht bestellt und habe jetzt im Seat Ibiza dieses schöne Lauflicht. Okay, jetzt alle auf 3, 1, 2, 3. Geil, das ist auch geil. Geil, oder? Jungs, wollen wir vielleicht einfach den Film starten und dann in der einen oder anderen Lücke, die wir vielleicht zu füllen haben, könnte ich mir bei 1 Stunde 34 sehr gut vorstellen, dass wir da vielleicht dann einfach versuchen, das da mit diesen ganzen Infos zu füllen. Ja, machen wir. Wir haben nämlich alles, um das hier synchron zu schalten, auch die so eine Atomuhr offen. Und da wäre ich ja dafür, dass wir den bei 49 starten. Was haltet ihr davon? In 10 Sekunden. 10 Sekunden. Okay. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Wir haben alle den Film begonnen, er geht los, wir freuen uns der mega. Sound ist furchtbar. Mega. So also richtig. Der Sound klingt so, als wie so ein schlechten Porno irgendwie am Anfang. Hä? Jetzt 2000. Geiler Laser. Knight Rider 2000. Woo. Njong. Das ist schon ganz geil. Das ist ja hier schon mal, das sieht man gleich in dem Intro des Films. Das ist schon auch ganz spannend, der sein eigenes Intro hat. Ein ganz anderer Wagen. Kein Pontiac Firebird in Schwarz mehr. Trans-Am. Das kommt auch nicht das klassische Trans-Am, ja.
Wieso kommt nicht das Knight Rider-Theme, bitte? Das wäre der. Habt ihr gelesen? Devon spielt mit. Jo. Edward Mulhare, oder wie der ausgesprochen spielt wird. Im Jahr 2000. Und was hat man im Jahr 2000? Natürlich riesengroße Kryo-Gefängnisse. Ich bin ein bisschen informiert. Und wir sehen hier gerade dieses Bild von, das ist halt ein Gefängnis. Also es ist alles aus dem Computer. 1433. Hat das was zu bedeuten, der Code? Mal merken, vielleicht ist der Zucker auf der Tür. Super smart, super smart. Das ist doch nicht so schwer. Wie so ein Passwort. Das war ja auch immer mein PIN-Code, schreibe ich immer ganz dick auf dem Bankautomaten drauf. Jetzt wird Wesley Snipes aufgetaut, passt auf. Aha. Wann spielt der Film nochmal? Wann der Film? 2000, schaut er eingeblendet. Nein, Demolition Man. Demolition Man, wann spielte der? 2000 auch irgendwas. Ist ja auch so ein Kryo-Gefängnis, was soll das sein? Oha, die Brillen sind ziemlich... Ich wollte gerade sagen, die Brillen... Schnauzer waren noch da. Der Mitch Pigeon. Mitch, der Eule, die Wurst haut. Ja. Genau. Christine Healy, das sagt mir irgendwas. Der Mitch ist, glaube ich, der Antagonist des Films. Die so Bonnie viel vielleicht? Kann man schon sagen. So, was sehen wir hier? Für die Darstellerin von der Bonnie nochmal. Also, es ist nicht David. Das ist nicht David. Nase. Mann. Es ist Thomas J. Watts. Was, der Film kam 91 raus, die Serie wurde 86 eingestellt. Muss man irgendwas wissen? Also, soweit ich weiß, war der Film gedacht als Versuch für eine neue Reboot-Serie, um zu gucken, ob die Leute noch Bock haben auf Knight Rider. Ich glaube, sie hatten es nicht, aber wie man sieht, sie haben ja alles Mögliche doch noch rausgehauen, was den Titel Knight Rider hatte. Mehr oder weniger erfolgreich, also eher weniger. Oha, was war das für ein Dude? Na, wie gesagt, das war doch gerade der Mitch. Das ist ja die Originalfassung, stelle ich jetzt fest. Spielt den Thomas J. Watts? Ah, ist auf Englisch. Ist auf Englisch, ja. Haben wir nur auf Englisch, okay. Voll gut, ja, dabei war die Synchro damals eigentlich ziemlich geil. Andi, du hast Musik, auch Musik, Jan Hammer, habt ihr gelesen. Miami Vice hat der gemacht. Habe ich sogar auf Vinyl die Platten von dem. Mit Crockett's Theme und so. Oh, einer, oh, Gewalt. Eskaliert. Roundhouse Kick. Oh, ne. Gewalt! Und alles in 4 zu 3. Gewalt im Kopf, Mann. Und Frauen auch noch. Bam! Alter. Der schwackte mit dem Mörderhammer. Mal auf die Nase. Nur weil ich schwarz bin. Da haben wir auch gerade gesehen, Susan Norman, die eine wichtige Rolle im Film spielen wird. Die spielt Officer Sean McCormick. Ist sie das hier mit der gelben Jacke? Ja, klar. Die ist die Protagonistin. Oh, gemischte Umkleidekabinen. Unisex-Kabinen, wow. Mhm. Alan J. Levy. Was hat der wohl alles gemacht? Oh, ist das sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz? Das ist sexuelle Belästigung von Frauen, ja. Geht auch andersrum. Oh, das war jetzt rassistisch. Ja, stimmt. Und dann gibt es noch Wassermelone zur Nachspeise, oder? Aber die verstehen sich, das ist ein Team scheinbar, eingespielt. Und es gibt auch scheinbar zwei unterschiedliche Arten von Polizisten. Es gibt die in diesen coolen schwarzen Overalls, das sind die coolen. Und es gibt die wir gerade zu Beginn gesehen haben, in den kurzen weißen Hemden. Okay. Haben die schwarzen Overalls nicht auch die Cops in Robocop angehabt? Oder verwechsel ich das jetzt? Würde mich nicht überraschen. OCP. Ja. Okay. Ist sie, die gerade noch die gelbe Jacke anhatte? Ja. Okay. Echt? Das ist dieselbe. Da sind wir scheinbar in Berlin. Nee, das war doch Seattle. Ach nicht. War das der Sears Tower? Nee. Nein, das war irgendein Gebäude, was, glaube ich, keiner von uns kennt. Es sieht nach einer Gala aus, ein Empfang, ein Polizeiempfang. Ah, schau. Und Matt Eagle hast du gesehen? Oder Casey Eagle war da gerade. Schöne Grüße an Sascha Dörp, Matt Eagle. Wieso ist das sein Nickname oder was? Das ist ein Comic. Achso. Und der, wir müssen uns immer vor Augen halten, der Film spielt ja offiziell im Jahr 2010. Jetzt, ich finde gerade bei den 2000 mal, meinst du? Was? Müsste 2000 sein, der heißt Knight Rider 2000. Okay, stimmt. War am Anfang eingeblendet, haben wir von auch gesagt. Jetzt überlegt mal, 2000, sahen die Leute da, haben die da diese Anzüge getragen? War dieser Schnitt zeitgemäß? Oha, Gefahr. Oi. Und die Pornoleiste war wieder innen plötzlich dann. 9 Jahre später. Ist natürlich geil. Du kommst aus deinem Kryo-Gefängnis raus, hast nichts mitgekriegt und das Erste, was du machst, alles sieht gleich aus. Erstmal. Nein, der hat halt wie Wesley Snipes einen bösen Plan implantiert gekriegt. Woher kenne ich den? Den kenne ich doch.
Hat er nicht bei Star Trek mitgespielt? Es ist nicht Michael Ironside. Ja, der war auch bei Star Trek dabei, der war bei Akte X dabei, Supergirl aktuell. Okay. What? Navy CIS, der war überall am Start. Schmeckt aber. Chillt der? Ja. Oh! Klar. Sehr klug. Ich kann sagen, das ist doch eine Polizeigala. Ein Raum voller bewaffneter Polizisten zu überfallen. Aber jetzt. Oha. Was hat er eigentlich für eine Altersfreigabe? 12. Ja. Also für 12 war das jetzt nicht so krass. Also nicht boah, so die haben aber ziemlich futuristische Knarren. Also er nicht, aber die anderen? Hä? Die hat er bestimmt mit in seinem Gefängnis. Taser oder so. Nee, das weiß man. Das habe ich gelesen. In dieser Zukunft, die dort aufgezeigt wird, ist Schussmunition verboten. Das sind also alles ich Waffen sag doch, ohne wie Demolition Man. Das ist Demolition Man. Was kommt dann raus? Pfeile oder was? Oder? Druckluft. Whatever, keine Ahnung. Und wer hat denn die Knarre her, der Bösewicht? Das Museum. Ah. Hätte sich doch die Lasergun holen können, Mensch. Phaser einstellen auf betäubt. Ja. Ja, das wär's doch. Ja. So, und das war's jetzt, okay. Oh, hat sie ein Pillenproblem? Was war das? Der schwarze Mann wird gespielt von Eugene Clark. Spielt die Figur Officer Court Miller. Also sie haben alle diese Overalls an irgendwie. Das schaut natürlich schon cool aus. Ja. Ah! Aha. Sie hat die Geisel getötet. Nee, Kuckluft. Guck doch mal. Aber ihn auch, also wurscht. Das ist so ein Piu-Effekt auch. Wahrscheinlich sind das so Betäubungsdinger oder Steinsalz, so wie bei James Bond, Future Kill. So. Ja, wo ist er denn? Ah, die Mucke ist geil. Mhm. Ja. Wirkt halt auch gleich so 80er, oder? Oder so 90er. Das ist irgendwie Mucke aus einer anderen Zeit. Es ist Jan Hammer, Leute. Jan Hammer. Oder Jan Hammer, wie man ihn wahrscheinlich erzähl mal, woher kennen wir den? Miami Vice, Original Miami Vice Soundtrack. Hat 2 Platten auf Vinyl rausgebracht. Crockett Theme war in den Top 10 in Deutschland. Ach, und jetzt ist diese echte Waffe voll crazy, oder? Was macht eine gute Polizistin, nachdem sie eine Waffe findet? Richtig, sie anfassen, ohne Handschuhe anfassen. Ohne Handschuhe. Genau, und schon nochmal das Magazin rausholen, so muss das sein. Naja. Oh, aber Intro? Ist ja egal, weil jetzt. Oida! Bands! Ach so, don't call it a comeback! I've been here for years! Der Knight 4000. Devin! Oh. Da ist Devin Miles. Edward Mulhare. Also scheinbar. Irgendjemand ist gestorben. Wessen live? Na, der Typ, der erschossen worden ist, gerade bei dieser Gala-Dinner-Irgendwas-Aktion. Und das ist der Typ, der, glaube ich, in der die Geisel war. Er hier, oder was? Nein, der am anderen Ende des Tisches. Der Wichtige in der Runde. Ja, der war die Geisel, oder? Genau. Aber sie hatten schon Smartwatches. Hatte aber der Michael damals auch schon in der Serie. Das war auch schon. Ja, das stimmt. 2000 wird er wohl gerade seine ICQ-Nachrichten abgerufen haben. Stimmt, ICQ. Das ist übrigens Carmen Argenziano. Wer kennt sie nicht? Und leider auch schon verstorben im Februar 2019. Okay. Den kennt man auch aus diversen Echt-Serien, also der war überall schon dabei. Da war definitiv auch, glaube ich, Stargate mit am Start. Ist er hier der Typ, nicht der, wo auch in der Serie den der Devin, ja, der Chef von der Foundation. Der es ist schwierig, der Story zu folgen und gleichzeitig was Spannendes zu sagen. Ich versuche gerade, der Story zu folgen. Es geht auf jeden Fall zwischen alt-neu, Modernisierung und, oder? Irgendwas mit Dinosaurs und ach, das Waffenban, oder? Mhm.
So funktioniert es heute auch. Irgendein Anschlag, zack, wird die Sicherheit im Start verschärft. Habt ihr gehört, das funktioniert mit Ultrasound anscheinend. Ultrasound natürlich. Ja. Jetzt haben wir gar nicht ausgemacht, wie unser Trinkspiel funktioniert. Oh, Trinkspiel. Ja. Jedes Mal, wenn ein bestimmtes Wort fällt. Jedes Mal, wenn wir Räder sehen. Was fällt? Autoräder? Oder wenn der Turbo-Boost aktiviert wird? Oder gibt es den überhaupt? Ich weiß es nicht. Ob es den Turbo-Boost noch gibt, weiß ich nicht. Ich weiß so ein paar Infos zu dem Auto, das wir bald sehen werden. Oder jedes Mal, wenn ein Auto in eine Wand kracht und nichts passiert. Wer ist 18, müssen wir immer einen trinken, wenn geschossen wird und niemand stirbt. Ja, genau. Ja, hier stirbt aber keiner, das kann ich mir nicht vorstellen. Hier jedes Mal, wenn man einen Typ mit Schnauzbart sieht, das habe ich schon so viele gehabt. Also bei der Schnauzbart-Idee bin ich dabei auf jeden Fall. Oh, ja, dann. Cheers. Okay, dann sind schon mal zwei jetzt hier. Ach komm, die kommen aber dann viel zu oft. Ja, das müssen schon verschiedene sein. Also jetzt. Ich schenke mir mal einen ein hier, Berliner Luft habe ich hier. Oh, ist das jetzt auch so scharf wie Essacher Luft? Bitte? Ist das so scharf wie Essacher Luft? Ah, das ist eigentlich wie Pfeffi, falls du das kennst. Ja, es gibt ein Getränk, das heißt Essacher Luft. Das ist ziemlich das Schärfste, was du so irgendwie trinken kannst. Das musst du Michael! Mal auf eine Party mitnehmen. Michael! Da bist du der Chef. Das ist, das Brust-Tattoo braucht er nicht. Und ich finde, er sieht besser aus als in der Serie. Auf das jeden, stimmt. Auf jeden. Also nicht ganz so fein gebügelt, einfach menschlicher, irgendwie cooler, finde ich dadurch. Er ist reifer geworden. Ja. Ja, drei Tage Bart. Da hat er, glaube ich, noch nicht Hamburger vom Boden gefressen. Also bitte. Ja, und er hat sich echt schön gemacht. Das ist ein alten Teil da. Devin. Könnt ihr jetzt bitte alle die Klappe halten? Ich will diesen emotionalen Moment genießen. Oh, mein. Oh. Oh, wie lange ist es her? Das ist fast wie bei Star Trek Picard. Als er wieder auf Will Riker und Counselor Troy trifft. Okay. Hm, ungefähr so. Ich wollte gerade sagen, und plötzlich habe ich den Sound von Baywatch in der Ohren. Und nur, dass Picard im Laufe der letzten Jahre ein Nulpe geworden ist und Riker halt voll der volle krasse Typ ist. Pizzabäcker ist er geworden. Der Hasenwurst ist. Was da wohl das würde mich ja mal interessieren. Okay, he gave up that life. Das mal deutet, er ist nicht mehr der krasse Typ. Wisst ihr zufällig, wie die Serie geendet ist? Hat er seinen Job niedergelegt? Ist er gestorben? Oder war es ein offenes Ende? Ja, am Schluss gab es ja seinen Evil Twin noch. Carr. Der auch diesen Bart hatte. Ja, genau. Nicht nur das Auto, er hat ja auch einen Zwillingsbruder, der Michael Long war sein ursprünglicher Name. Aber er hat noch so einen Evil Twin gehabt, gegen den er gekämpft. Das war, glaube ich, so das Finale dann. Boah, das ist schon so lang her, ey. Kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ah, oh, wie das steht im Hintergrund, geil. Das ist so wie die Dreipunktlandung bei Helden. So steht er mit dem Bein oben. Aber nur 30 Days, ne? Kein Tag mehr. Wie sieht's aus mit Krankenversicherung? Ah, das ist doch hier das Credo der ganzen Serie. Ja. Ah, schwierig. Ich habe mich als Kind immer gefragt, was diese Foundation für Recht und Verfassung eigentlich ist, weil die hat ja überhaupt keine Befugnisse. Also gegenüber der Polizei und so, die haben ja gar nichts eigentlich dürfen. Das war quasi Waffengewalt in Händen einer Privatorganisation. Ja. Also eigentlich eine Bürgerwehr. Wenn man so will. Keinerlei rechtliche Befugnis, irgendwas zu tun eigentlich. Ja, aber es gab ja diesen quasi Gründer dieser Foundation. Ich weiß nicht, ob wir den Namen gerade gehört haben oder ob der jetzt noch kommt. Und der war ja irgendwie auch verbandelt mit dem Michael Long, der alten Version Michael Knight. Und der hatte so eine Art Auftrag. Der gute Michael Long war ja ein Bulle eigentlich. Der ist ja dann irgendwie angeschossen worden, glaube ich, und hat dann ein neues Leben mit neuem Gesicht so gestartet für die. So war das doch. Ah, jetzt geht's los. Jetzt wird's spannend. Wir sehen die Reste vom alten Kid. Oh, Schnauzbart. Cheers. Prost. Was hat er gemacht? Kid zerstört.
Er hat ihn auseinandergebaut, warum auch immer. Er hat sie verkauft! Alter. Wie kann man seinen besten Freund? Nee, nee. Also, so nicht. Und jetzt kommt epische Musik, er wird zusammengebaut. Noch nicht, okay. Ja, aber echt, hey. Der ist der Böse. Wenn der den Film überlegt, bin ich stinkig. Oder er kriegt auf jeden Fall irgendwas aufs Maul. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Lasertag-Halle. Stimmt. Ziemlich kahl. Das sieht aus wie so ein Raum, wo man VR-Erfahrung sammeln kann. Oder ja, sowas. Das gab es damals allerdings nur mit dem Virtual Boy. Das ist die Batcave aus Dark Knight. Er ist hier, Devin ist, ist das Holodeck wie heißt er nochmal? Michael Caine. Alfred. Alfred, genau. Ah, in einem Remake könnte auch Michael Caine Devin spielen, finde ich. Das wäre ganz cool. Hm. Ja, doch, kann er schon. No. Das ist halt die Frage, müsste jetzt nochmal unbedingt ein Remake kommen, das dieselbe Geschichte nochmal erzählt? Ah, das geht schon. Gute Frage. Ah, das nehme ich jetzt als Telehorst-Vorschlag für ein Remake, was ich mir wünschen würde, nämlich Knight Rider. Und zwar R-rated. Ja. Wenn die jetzt einen Robocop-Film neu rausbringen, der PG-13 ist, dann müsste ja ein Knight Rider-Film rauskommen, der R-rated ist als Ausgleich. Ja, unter James Gunn. Stell mal einen richtig splatterigen Knight Rider-Film vor. Ich würde mir anschauen. So eine richtige Strichliste im Auto, jedes Mal, wenn er einen Umfahrer hat. Ja, ja, genau. So Carmageddon-mäßig. So, genau. Einer hin, genau. Sinn. Dann hat nämlich Kid einen Computervirus und läuft amok. Gab es jetzt schon mal so einen Film? Das gab es schon, auf jeden Fall. Als Serie gab es das schon. Okay. Was Carmageddon? Nee, wo so ein Auto amoklauf gelaufen ist, weil es irgendwie besessen war von einem. Oder war das ein Reifen? War das Rubber? Rubber. Ach, Rubber, ja. Oder Christine. Da gab es auch so einen Film, Black Moon hieß der, glaube ich, mit so einem Auto, was irgendwie auch so Hightech-mäßig drauf war. Alexa, schalt das Licht an. Ja, ein bisschen futuristischer könnte es schon sein. Dann halt du, Siri. Oh. Ist halt in 2000. Für uns ist das die Vergangenheit. Für die damals war das die Zukunft. Schau mal, der vorne hat einen Schnauzbart. Ah, Prost. Okay. Das wird geil. Da, der rechts unten. Oh, noch einer. Es ist natürlich so, dass Menschen, die zusammenarbeiten, auch immer die besten Freunde sind. Ja, sicher. Da hat sie. You're so crazy. Was hat sie Geburtstag oder fängt sie gerade an, da zu arbeiten? Ich habe nicht aufgepasst. Oh je. Das ist jetzt ihre Familie. Kennt man die Schauspielerin? Du hast vorher schon mal den Namen gesagt. Ja, Susan Norman. Und, oh, die hat eine überschaubare Filmografie. 6 Einträge in IMDb. Okay. Puh. Ich glaube, sowas kann auch ein Karrierekiller sein. Der letzte Film war 1995. Eieiei, safe ist der. Das macht sie aber schon gut. Nee. Ah, das ist so ein bisschen so die harte, gell? Die mit den kurzen Haaren, die ist so ein bisschen. Ich wollte jetzt Kampfless besagen, aber das. Das ist ja wieder nicht PC inzwischen. Aber früher war sowas, glaube ich, schon so gemeint. Hattet ihr in der Serie den Eindruck, Michael Knight wäre einer, der auch so löten kann und so? Oder kann der mehr so mit Was Autos durch Wände fahren? Na, löten, es hat ja immer die Bonnie oder die April gemacht. Die haben ja immer Kit raus und auseinander und zusammengebaut. Also er hat da ja nie einen Schraubenzieher nur in die Hand genommen. Aber gut, dass du die beiden gerade mal ansprichst. Da kann man ja auch was sagen zu Knight Rider. Du hast jetzt Bonnie und S. April hieße, ne? Angesprochen. Ja. Mhm. Die April war ja nur für wenige Folgen da, im Gegensatz zu Bonnie. Bonnie war in der ersten Staffel. Dann hat der Produzent gemeint, ach, wir brauchen mehr Sex-Appeal. Also hat April eingeführt. Ui. Oh ja, mein Licht. Oh, er kann sprechen.
Andy Bonnie war ich tatsächlich als Kind so ein bisschen verschossen. Ich auch. Auf jeden Fall. Und hey, ja, wenn ich das so sehe, wünsche ich mir jetzt aber wirklich ein Remake mit Michael Caine als Devin und Christian Bale als Michael Knight. Das sieht irgendwie so da aus, gerade mit diesem Setting und so, wie sie da unten in dieser Höhle sind. Hm. Okay, aber weiter Bonnie und April, das interessiert mich. Ja, genau. Und genau, also dann war dann plötzlich die Bonnie weg und die April da in einer Staffel. Das fand David Hasselhoff aber scheiße. Also hat er sich beschwert und war in der dritten Staffel wieder die Bonnie am Start. Ach, ich habe mich nämlich gewundert, weil das immer so hin und her war. Die war die irgendwie im Ausland studieren oder so und dann weißt du wieder, war sie wieder da. Ja. Weil der Sex-Appeal, okay, ganz im Ernst, für mich strahlt die auch, die Patricia McPherson heißt, also die Bonnie, auch mehr Sex-Appeal aus als die April, gespielt von Rebecca Holden. Aber die April aber ist immer April bauchfrei rumgelaufen. Also in dem Vorspann hatte das Shirt so geknotet, dass man den Bauchnabel gesehen hat. Das war das Einzige, was sie, wo sie geglänzt hat. Diese Patricia McPherson, woher kennt man die noch? Hat die noch irgendwo mitgespielt? Woher kennt man die noch? Aus in der Serie? Matlock? Matlock! Warehouse 13, relativ aktuell. MacGyver. Okay. Alarmstufe Rot 1. Nee, nur Alarmstufe 1 heißt es. Ja, weißt du Bescheid. Gut, MacGyver habe ich nie geguckt. Was? Oh mein Gott. Nein. Aber Bonnie und April, das war für mich wie bei Star Trek Next Generation, wo manchmal die Dr. Crusher, manchmal die Dr. Pulaski da war. Und du hast nie gewusst, wer da ist. Was passiert hier gerade? Was machen die Bösen? Was machen die Bösen? Was machen die? Was passiert? Oha. dieses Waffen funktionieren doch. Schallwaffe. Das tut mir leid. Dieses, oh, ich gehe zu Boden, wie das gespielt war, fand ich jetzt gerade ein bisschen lustig. Oha. Hä? Hat was von einem jungen Johnny? Schnauzbart, der ist doch falsch. Dürft ihr zwei trinken. Wie falscher Schnauzbart. Hatte ich schon wieder die Waffe falscher angefasst? Das ist doch eine Frau, das ist doch kein Mann. Hm? Oh oh. Oh, das ist der. Ja. Wie heißt der? Mit Glatze wirken immer irgendwie aggressiv. Halbglatze. Das ist so dieser Michael Ironside-Faktor für mich. Ach, we meet again, er war der mit der Maske, stimmt. Jetzt hat er sich verraten. Also wird sie jetzt sterben. Hat sie wiedererkannt, weil sie bestimmt die einzige blonde Polizistin in dem Laden ist. Schau, falscher Schnurrbart, zwei trinken bitte. Ach, Thilo, du hast ihn doch schon gesehen. Nein. Das ist doch hier, Alter. Das habe ich doch zwei Meilen gegen den Wind gerochen, dass das eine Frau ist. Da, jetzt ja, hast du sogar gesagt. Die? Was hat sie gesagt? You shouldn't have picked up that gun, McCormick. Jetzt wird sie dafür verantwortlich gemacht. What? Oh. Holy shit. Ach komm, Quatsch. Aber alles im Off wenigstens. Ah, sie hat überlebt. Dann kriegt sie auch ein neues Gesicht. Jetzt, und sie wird jetzt Robocop. Ja. Oder die 7-Millionen-Dollar-Frau. Wo hat denn der hingeschossen? Das Ohr abgeschossen. Hast. Ja. Er muss ein lausiger Schütze sein aus der Entfernung, wenn er sie nicht erledigt hat. Ja, eben, der hat doch richtige Knarren, oder? Naja, der Sound war jedenfalls... Was ist RNA? What? Scheinbar kann man irgendwie Gedanken lesen oder sowas. RNA-Transfer ist wahrscheinlich so Bewusstseinsübertragung oder so. Ich habe heute Altered Carbon, die zweite Staffel, zu Ende gesehen. Da ist das ja auch irgendwie so. Ah, ich vergesse immer, dass das so futuristisch sein soll. Ja. Schaut zwar nicht so aus mit dem Röhrenmonitor da oben, aber... Ja. Schau. Das ist schon ganz schön cyber alles. Das ist ja voll pixelig. Was machen sie? Stimmt, diese Masten sind sehr beliebt. Gerade. Oh, Enhance. Der Klassiker. Hatten wir im Jahr 2000 noch Röhrenfernseher oder hat es da schon langsam angefangen mit Flachbildfernsehern? Ich weiß es gar nicht. Gute Frage, bin ich schon zu weit nach hinten. 2000, da waren diese Flatscreens noch ziemlich unerschwinglich für den Normalsterblichen, glaube ich. Da hattest du noch diese Plasma-Dinger. War Knight Rider damals eigentlich auch schon so ein bisschen Sci-Fi-futuristisch irgendwie? Oder war das alles down to earth? Nee, das war also schon Auto eigentlich, oder?
hat er in den 80ern gespielt und genau, und das Auto war halt, was alles übertroffen hat, weil das schade, hat er keiner gehabt. Aber auch die Medizin, wo Michael Knight, der wurde doch in der ersten Folge angeschossen und dann von Michael Long zu Michael Knight irgendwie ja, umoperiert, ne? Genau, das hat halt die Foundation irgendwie in den Ressourcen gehabt, solche krasse also medizinisch Scheiße. Medizinisch war es dann auch schon ja. eher Zukunft. Und diese Roboter bauen heute da eigentlich Autos zusammen. Das ist wahr. Oh nein. Ins Auge. Passiert jetzt ganz schön lange erstmal irgendwie nicht viel. Oder ins Hirn. Und vielleicht sehen wir einen gescheiten Spezialeffekt noch. Das wird doch ein Splitter-Movie. Oh, Alter. These effects aren't very special. Saugen Sie jetzt die Erinnerung mit einer Spritze raus, dass Sie sehen können, wer der Mörder war. Ah, wer weiß. Oh, die Spritze steckt aber nicht, das sieht man doch. Es juckt. Ah, die erinnert mich ein bisschen an diese Shoshana. Wie heißt die? Jetzt aus, können Sie auch noch sehen, was sie... Bastards. Wie heißt die Schauspielerin nochmal? Keine Ahnung. Heißt sie auch Sean? Sie heißt auch noch Sean. Schnauzbart. Oh, okay, warte kurz. Ist das ihre Familie, die sie verloren hat? Es sind ihre Erinnerungen, ja, richtig. Wie heißt die Shoshana aus Inglourious Basterds nochmal? Die Französin. Ja. Ach oh Gott. Andi, du bist doch der Google-Mann. Sie war die Verkleidete gerade, oder? Die kurzhaarige Blonde. Das habe ich jetzt auch gerade gedacht, irgendwie. Deswegen hat sie gerade so geschaut. Hm. Melanie Laurent heißt sie. Ah, ja, genau. Die erinnert mich ein bisschen an die Polizistin. What? Das heißt also, die hat keine gute Krankenversicherung. Ja, ist ein bisschen sozialkritisch, der Film, gell? Die Polizisten, die... Ja. Jungs, wir haben schon ein Drittel vom Film geschafft. Und noch kein Auto gesehen. Und noch kein Auto gesehen. Nicht in echt zumindest. Ja, das ist schon Knight Rider heißt. Ich bin auch echt überrascht von dieser Handlung. Das ist ja echt. Haben sie schon einen rausgelassen? Ich glaube, dass Michael da auch nur so eine Übergabefunktion hat. Ich glaube, der kommt gar nicht mehr. So. Ah. Oh, ist das ein Schnäuzer? Das war ein ziemlicher Schnäuzer. Ah, fuck. Cheers. Also alle Polizisten sind mit im Boot. Fuck, noch ein Schnauzer. Oh, noch einer. Der kommt mir gar nicht nach. Die kommen da alle doppelt vor. Das müsst ihr nicht machen, wenn es die schon mal gab. Oh, und noch einer. Ja, nee, also das ist der vom Anfang Szene. Wieder. Wir in der ja, ja, klar. Ah, jetzt raff ich's. Mhm. Okay. Der ist also der Gute. Aber gute Zähne hat er. Mhm. Ach, ist er der Skinner von Akte X? Ja. Ja. Ach du Scheiße. Tatsache. Ich merke schon, wir kriegen gar nicht so viel mit von der Handlung, wenn wir die ganze Zeit quatschen. Was für ein Freelance-Department und so. Meinen Sie die, den Devin und seine Crew oder was? Hm. Ich weiß gar nicht, das, ob sie diese Location noch gibt. Ja, okay. Ja, doch, sowas in die Richtung, von der spricht er gerade. Warum er sie jetzt da erschossen hat und dann meint so, ja, wollte ich ja gar nicht und so, kapiere ich jetzt auch nicht so ganz.
Ja gut, ich meine, der spielt halt ein falsches Spiel. Ja. Ja, das ist klar. Oh. Der ist aber jung. President Quill. Ah, das geht schon ganz schön deep. Was für Peace Treaty? What? Schon ein bisschen aus wie Clinton. Tropical Storm. Aha. Ein schönes Gebäude. Heißt der Mad Dog? Habe ich das richtig gelesen gerade? Da steht sogar. Ja. Hä, was hat denn der sich für eine komische Frakturschrift für sein Namensschild ausgesucht? Das ist ja total strange. Übrigens hat der einen Schnauzbart. Ah. Es wird anstrengend. Aber ist das nicht der Typ, der den Kit auseinandergenommen hat? Ja. Den kennen wir ja dann schon. Ne? Ja, ja, schon. Ja, ja. Yes! Michael. Na, endlich, oh, endlich. Michael oh, sitzt er im Auto? Ja, oh, jetzt hat. Oh. Oh. Okay. Oh, man muss sich halt an die Stimme gewöhnen. Ne? Ja, schon. Kennt man die halt nicht. Oh. Geil. Eieieiei. Nein. Es ist ja Trabi geworden, oder was? So ähnlich. Das ist ein Chevy, oder? Aber aus den 50ern, oder? Ich kann mich mit der englischen englischen Stimme vom Kid nicht irgendwie. Nee, so, das ist echt ein bisschen ungewohnt. Das ist wie wenn man Alf im Original sieht, das geht gar nicht. Aber erinnert ihr euch noch, als Kid gesprochen hat, in den ersten Staffeln, da hat er nur so ein blinkendes Licht gehabt. Und irgendwann hat er dann diesen Equalizer-Streifen bekommen. Ja. Da kann ich mich noch dran erinnern. Also ein bisschen IT hat er schon reingebaut. Hä, wie hat den Typen jetzt gescannt? Er hat jetzt gescannt, was der Bankomaten macht. Das ist doch was. Okay, okay. Das ist ein Minussystem. Ja. Ein Minussystem. Zieht einfach Dinge von irgendwo ab. Ja, okay. Geht doch nicht um Geld. Was? What? What the heck? Einfach mal jemand, der gerade Geld holt. Der hat doch nur den Computer eingebaut. Der Scotty. Der Scotty. Das ist Scotty, mein Gott. Da war gerade sogar ein... Warum habe ich jetzt Cars-Flashbacks? Er spielt sich selber. Das ist ja abgefahren jetzt. Alter. Mhm. Voll glaubhaft. Alter, das ist ja. Was geht denn ab? Also, das war jetzt strange. Hä? Ich denke, die ist tot. Nee, die haben sie doch. Ja, stimmt. Oha. Sie hat anscheinend schon Folgeschäden. Hätten sie die jetzt blasser geschminkt, damit sie ein bisschen kränker aussieht? Oder wirkt das jetzt nur so? Ich dachte mir auch. Die wurde ja an den Kopf geschossen. Schaut ein bisschen dünner aus auch. Oida, das war... Oh, ein ordentlicher Diss, hey. Aber keine Kraftausdrücke, schade. Aber ein Gespräch, das diesen komischen Bechel- oder Bechtel-Test bestehen würde. Ja, ja. Aber was jetzt diese neue Organisation sein soll, würde mich auch interessieren. Ist das die Foundation oder eine Volkerorganisation? Es ist so die Nachfolge, glaube ich.
Oh, sie hat ihre Hausaufgaben gemacht. Woher weiß man sowas? Gibt es auch so eine Art Facebook, wo er das eintragen kann? Ah, die ist ziemlich badass. Ah, irgendwie kommt dieses futuristische Gedöns noch nicht so rüber. Also werden die immer sagen, irgendwas von dieser komischen Handfeuerwaffengesetz und so, das finde ich immer noch ein bisschen strange. Ja, weil alles sonst normal ausschaut. Irgendwie. Ja. Ja. That should be obvious. Ich glaube, man würde der Handlung eher abkaufen, wenn die ganze Szenerie so futuristischer wäre. Ne? Und jetzt so. Ja, genau. Alles schaut eigentlich so aus wie um die Zeit rum. Ne? Ja. Bis auf aber die Themen sind halt. Ja. Der Devin ist übrigens auch schon tot, der ist 97 gestorben. Das weiß ich. Yes, Michael. Outfit. Ah. Jeansjacke. Was für Missing Chip? Missing Chip. So ein Erinnerungschip. Weil sie halt vielleicht noch was im Kopf hat, was die braucht. Nee. Es waren nicht alle Chips am Start, die er brauchte, um Kit wieder voll zusammen zu basteln. Und einen davon hat sie im Kopf. Ach so. Was? Ach. Bam. Das erste Mal das Auto in echt. Und es ist schon echt eine Enttäuschung eigentlich, dass es nicht das alte Auto ist, gell? Ja, aber wirklich. Kannst was ist das für eine Kiste? Stell dir vor, du machst Zurück in die Zukunft 4 ohne DeLorean. Ich dachte, dass der rote später Kit wird, aber ist das anscheinend nicht, oder wie? Wird wohl abwarten, passiert, abwarten, abwarten. Ja, ich glaube schon auch. Auf dem Plakat und so ist der ja drauf. Also das ist ein... Das ist ein extra angefertigtes Auto. Das sind zwei Charaktere Auto. Miteinander. Okay. Das basiert auf verschiedenen Sachen, unter anderem auf einem Trans Am halt auch, ne? Natürlich nochmal ein bisschen aufgehübscht. Was? Praktischerweise an genau der Stelle was ausgelassen, wo man so ein blinkendes Ding reinbauen könnte. Und da habe ich aus der Produktion gesehen, es gibt, für den ganzen Film wurden 3 dieser Autos gebaut, von diesem roten Auto. Die Version, die wir jetzt gerade sehen, das war glaube ich die mit den schwarzen Spiegeln, das ist die, wo quasi ein Stuntman hinten drin sitzt und wir keinen Fahrer sehen, wo Kit quasi alleine fährt. Dann gibt es eine Version mit durchsichtigen Gläsern, da sitzen dann halt immer die Schauspieler drin und fahren vor sich hin. Die Version ist jetzt vor kurzem auch wieder aufgetaucht. Dieses Auto, nachdem es auch in vielen anderen Filmen zu sehen war, wirklich in 3, 4, 5 anderen Filmen, ist es jetzt wieder aufgetaucht und wird gerade von einem Typen in den Staaten restauriert, der es heute erstmal, ich habe es heute gelesen, erstmalig wieder gefahren ist, nachdem es viele Jahre stillstand. Und dann noch eine dritte Version, die will ich euch aber jetzt noch nicht vorweg spoilern, die sehen wir noch im Film. Ja, gut, dass wir jetzt dieses Gespräch nicht gehört haben. Danke für diese Hintergrundinformation. Das war bestimmt total wichtig. Es ist schon eine geile Karre, aber irgendwie ist es auch ein bisschen komisch. Aber ist schon nett. Der war nicht schlecht. Aus dem Maul gefallen ist. Das Auto ist halt ikonisch, ne? Mhm. Ey, wenn du ein Hochsicherheitsauto bauen würdest, so ein super modernes Teil, wie das zu sein scheint, würdest du dann so einen roten Schlitten bauen für die Upper Class oder nicht vielleicht eher was Praktisches Kleines? Oder was aussieht wie ein Business-Auto eher? Boah, Kit ist auch voll sexistisch. Hast du gerade gesagt, die Frau weiß nicht, wie viele Reifen ein Auto hat, oder was? Oh. Oh. Andi hatte recht. Oh. Puh. Das heißt ein repugnant. Pugnant. Ah, das ist komisch, wenn er diesen blauen Chevy Kit nennt. Ich finde das immer noch komisch. Hm.
Noch mögen sie sich nicht. Kit ist eigensinnig. Ja. Bisschen wie Herbie. Oder Dudu. Ja. Spring drüber. Komm schon. Ah. Hoffentlich macht es bei dem Sprung dann auch den typischen Sound. Ja. Naja, das. Oha. Aber ist Kit jetzt auch noch unzerstörbar wie früher? Nee, das ist ein ganz normales Auto mit Kit drin. Es gab übrigens zwei Fassungen vom Drehbuch, die sich völlig unterscheiden. Und davon habe ich auch gehört. Die alternative Fassung kann ich mal verlinken, die gibt es als PDF-Datei im Netz. Ach, das sind die zwei. Wow. Sister of Kit. Er ist halt auch voll der gute Detective eigentlich, ne? Voll. Ja. Ach, die kennen sich doch. Ey, diese komische Kurzhaarige war doch die Frau mit dem Schnauze, oder? Ja. Ich glaube auch, ja. Aber sie hat ja einen Leck, sie erinnert sich an alles. Ja, ja, stimmt. Man sieht nicht mal eine Schusswunde, man sieht keine Narbe, die ist absolut fit, die Frau, trotz Schuss in den Kopf. It's a wig. Das ist bestimmt alles so Plastic Surgery an ihr dran. Oh, sind wir in Amsterdam plötzlich. Venedig, na keine Ahnung. Warum laufen im Hintergrund alle mit Kostümen und Anzügen rum? Alle. Weil man das 2000 so macht. Wo spielt es überhaupt? Siehst du, Amsterdam. Ey, das ist doch der Oberbösewicht, oder? Woher kennen die sich denn? Ach Gott. Ach, hä? Der war doch... Ach Gott. Hä? War er nicht vorher der Chef in diesem Meeting auch? Doch. Und er ist auch der Böse, der sie in den Kopf geschossen hat. Ah, okay. Ai, ai, ai. Ja, ich glaube, wenn man wirklich aufpassen würde, dann bekommt man auch was. Ich glaube, das ist so Hanebüche, das brauchst du nicht wirklich zu wissen. Aber wir sind uns einig, dass wir jetzt ungefähr bei der Hälfte des Films sind und viel zu wenig Action und viel zu wenig Knight Rider. Wenig Auto. Und jetzt kriegt's zu wenig Michael. Komische Handlungen. Undurchsichtige Typen. Ist ja lustig, wie er. Was wollt ihr damit jetzt triggern bei ihr? Weiß sie denn noch, dass er sie erschossen hat? Nee. Ja, wahrscheinlich nicht, sonst. Er weiß es schon. Ja, ja. Ja. Wollt ihr jetzt mit dem Feuerzeug irgendwie gucken, wie sie reagiert auf eine Pistole aus seiner Hand? Ich glaube schon. Zu sehen, ob sie noch irgendwas weiß. Ob sie noch eine Gefahr darstellt oder so. Oha, die Erinnerungen kommen wieder. Ist eine hübsche Woman. Oh, jetzt. Ach, jetzt kam, okay. Flashback. Das ist ein schöner Kuchen. Da war doch was. Hey, hat der eine Polizist gerade zu diesem Glatzkopf gesagt, you shot her straight in the eye oder sowas? He looked you straight in the eye. Ach, you looked, okay, sorry. So, bist jetzt zufrieden, hat er gesagt. Anscheinend, weil sie ja nichts mehr weiß, aber jetzt sind wir doch wieder. Richtige Charakterschauspielerin, ne? Ich finde die gut. Deswegen auch so eine imposante IMDb-Eintragung. So. Ganz genau. Yeah.
Ich finde diese Story echt so ein bisschen groß aufgesetzt oder angelegt jetzt für so einen Knight Rider-Film. Also irgendwie. Ja, das stimmt schon. Ja, ist wie so eine lange Knight Rider-Folge, ne? So eine überlange. Ein bisschen langgezogene, ja. Ich meine, das ist ein TV-Film, der wird nicht viel gekostet haben. Der kam nicht im Kino? Nee, garantiert. War eine Fernsehproduktion. Ja. What? Aber er hat sich auch wieder rasiert. In den ersten 10 hat er ja noch keinen, hat er noch Bart. 2.3.2000. Ja, es wird 3.2. sein, die haben es ja anders in Amerika. Ach stimmt, die machen ja immer einen Monat vorm Vortag. Ne? Genau. Ja, ja, okay. Ah, die sind schon schlagfertig, das mag ich. Aufs Maul gefallen ist sie nicht. Es geht auch nicht wirklich voran, oder? Also es passiert auch nicht so mega viel. Ja, jetzt muss mal was passieren, aber es ist schon echt ein guter Build-up, finde ich hier. Es ist schon. Warum okay. Nochmal? Das ist ja ein geiles Setting. Guck mal, wie geil. Ja, warum arbeiten die jetzt eigentlich nochmal zusammen? Naja, sie wurde ja mehr oder weniger von der Polizei rausgeschmissen. Sie hat auch, sie hat gekündigt, hat sie eigentlich. Nee, weil sie genau, sich gefetzt genau. Hat mit der Chefin. Und dann hat gesagt, ja, dann mache ich halt mit der Foundation da irgendwie, keine Ahnung was. Okay, und ja. Die Foundation hat jetzt scheinbar den Auftrag, diesen Fall zu klären. Warum auch ja, immer. Was die Foundation für Rechte hat und so, das wissen wir immer noch nicht. Oder für Jurisdiction. Get naked. What? Und Erklärung. Ach, ihr hackt jetzt ihren Chip. Was, er ist tatsächlich? Ja, sie hat doch einen Chip im Hirn und ja, der ja. Kid, der kann den jetzt hacken. Kann den stimulieren, hat der gesagt. Aber hat die irgendwo einen WLAN-Anschluss oder was? Oder Bluetooth im Finger. Bluetooth USB. Hallo? Ach, ja. Wenn Kid einen Bankomaten hacken kann, dann kann er das ja, auch. Klar. Ja, eben, der hat ja irgendwie so eine Art WLAN. Ja. Vielleicht geht das auch über Kontakt. Die hat so einen NFC-Chip im Po. Ja. Alter. Sag doch im Nacken. Ja, aber die sitzt doch auf dem. Egal. Ihr habt zu viel getrunken, schon wegen zu vielen Schnauzbärten, glaube ich. Ah, es gab schon lange keine Schnauzbärten. Aber warum ist er jetzt dagegen, dass er das... Weil es dangerous ist. It's fucking dangerous, oh. Man. Ja, komm. Okay. Komm, wer sagt's jetzt? Komm, wer sagt's? Ja. Jetzt kriegt sie bestimmt so spastische Zuckungen, so wie es immer ist, wenn die so... Jetzt mal ehrlich, ich lasse jetzt mal kritisch analysieren. Warum muss sie das Phallus-Symbol in die Hand nehmen, um eine wichtige Erfahrung zu machen? Das kannst du dir selber ausdenken, weil es die 90er waren. Ah, okay. Was? Waren die zusammen oder was? Mhm. Was? Vielleicht vermischt sie Sachen. Ist das jetzt seine Tochter oder was? Ja, die hat ja gesagt, sie hatte eine Familie, so. Aber dann nicht mehr. Aber. Gott. Ja, Polizei ist ihre Familie. Ja. Hä, die war auf der Feier auch schon verkleidet? Oh, ja. Oh, Schnauzer. Ja, stimmt. Der Doppelschnauzer. Da sind alle Erinnerungen. Oh nein, dann ist er doch ein Böser, der andere da. Ja, er ist auf jeden Fall involviert, weiß Bescheid, glaube ich. Aber sagt ihr es nicht, obwohl er ja eigentlich Kollege und Freund ist. Wie man sich das selber zusammenreimen muss hier immer. Hm. Oh, jetzt Charaktermoment. Jetzt feuchte Augen.
Na, da hätten wir ein bisschen mehr Pipi in die Augen kriegen können. Die hatten keine Zwiebeln. Michael noch nicht. Bei der letzten Walking Dead-Folge hat sogar Negan feuchte Augen gehabt. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht von David. Der hat in den wenigen Szenen durchaus gewirkt. Der ist ja auch ein guter Schauspieler, ohne Scheiß jetzt. Macht völlig unterschätzt. Ordentlich. Es hat halt im Grunde nur eine Nebenrolle, ne? Ja, das finde ich aber ganz interessant eigentlich bisher. Wieso ist sie jetzt eigentlich doch wieder bei der Polizei? Sachen abholen. Drei Jahre später. Oder sie hat vergessen, dass sie gekündigt hat. Ja, das wär's. Hey, kennst du die noch? Die redet auch nicht mehr mit ihr. Oh, jetzt ist auch noch der Vergaser hin. Mein Gott. Aber wenn der so hoch technologisiert ist, der Kid könnte das doch eigene Eigendiagnose machen, oder? Ich glaube, der hat gar keine elektronischen Teile mehr drin. Ja, der hat keinen Zugriff auf die Mechanik. Ja, schau, der sagt sowas, gab es schon ewig nicht mehr. Seit den 50ern. Ah, es ist nett. Warum den gelben Engel rufen, wenn du auch die Polizei anrufen kannst? Ja, to serve and protect. Aha. Also dieses Klavierthema geht mir langsam ein bisschen auf den Senkel. Irgendwie kommt es ein bisschen zu oft, habe ich das Gefühl. Das da? Das stimmt, ja. Aber da, wie viele Monitore haben sie da in ein Bild gequetscht? Oh, Touchscreen. Was? Touchscreen! Das ist ja wohl der Hammer. Auf dem Röhrenfernseher. Ja, klar. Wow. Das kann ja wohl nicht angehen. Ob das Android ist? Hey. Prepare for download. Halt dich ab. Frühe iOS-Version. Er nennt Kit Shi, das ist aber. Ja. Hat sie durch Kit irgendwie Zugriff zum Polizeicomputer oder wie? Oder was? Weil der das Auto in der Nähe ist. Die spielen das nur, damit der Kit auf den Computer von dem Auto zugreifen Richtig. Kann. Richtig. Und sie kriegt das über die Batterie. Wie über das immer so geht. Finish the download. Kommentiert mal kurz, was ihr seht. Ich glaube, ich bin hier so ein bisschen hin und her gesprungen, gerade aus Versehen. Also, vorhin warst du bestimmt so ein oder zwei Sekunden voraus, wie es scheint. Download in Progress, sehen wir gerade. Ein Footballspiel auf dem Monitor. Okay, okay. Ja, ich wollte gerade lauter machen, habe mich, glaube ich, ein bisschen verklickt. Oh, das ist doof. Ich finde euch schon wieder. Jetzt zeigt ihr gerade auf den Monitor im Auto drin zum Bullen und der Bulle sagt, so. Jetzt sehen wir Akten. Akte. Das habe ich auch nie verstanden. Was sollen diese ganzen ausgedruckten Akten? Ja, du weißt schon, der Drucker hat wieder Papierstau. Mhm. Ja, die Namen habe ich jetzt nicht so im Kopf. Wer ist Commissioner Daniels? Einer von den Bösen. Hm. Ach, scheiße, Schnauze. Der eine ist Maddock, der andere ist Devin. Mehr weiß ich jetzt auch nicht. Wo ist eigentlich Bonnie? Ja, eigentlich genau. Wollte ich oder April. Wiedersehen. Für mich ist auch April. Ist mir egal. War das ein 3D-Bild? Tommy Watts, den Namen hatten wir auch schon mal gelesen. Ja, das ist der Glatzkopf, also der andere. Was? Der Schütze quasi. Ja. Hm? Aha. Mhm. Haben wir schon rausgefunden, was der 4000 kam? Ich glaube, das wollen wir aufheben bis zum Schluss. Der 4000 ist der rote, oder? Ja, genau. Ja. Das
mir gerade auffällt, ist, dass wir ziemlich oft in der Umkleide sind. Ja, wollte ich sagen. Wie oft sind wir in diesem Locker-Room eigentlich? Wer ist er? Auch einer von der Bande. Der alte Kid hieß ja Night 2000. Mhm. Und jetzt haben wir einen 4000er. Der aber im Jahr 2000 spielt. Das ist echt verwirrend. Aber jetzt haben sie rausgefunden, dass er sich in den Polizeicomputer gehackt hat, immerhin. Und das ich bin ja jetzt bei 56 Minuten. Ja, 7 Sekunden, 6, 8 Sekunden. 7. Okay, okay. Ungefähr passt es. Schöne Krawatte auf jeden Fall. Ja, wie den Tischdecke. War in den 70ern eher in. Aber es kommt ja alles wieder in der Mode. Und jetzt kommt gleich der Rauch um die Ecke. Akte X. Ja. Boah, die sind so krass böse. Das sieht man. Oh, sie fahren schon mit dem 4000er. Man glaubt doch. Das ist ja wie ein Elektroauto. Das ist ein Elektro, ja. Oh, baby, oh. Yeah. Oi. Engagement deine Virtual Reality Mode. Scheiß auf die Oculus Rift. Okay, welchen Vorteil hat dieser Mode zu dem Zeitpunkt, außer dass es anders aussieht? Ja, nachts. Die sagen Kilometers und nicht Miles. Stimmt. Oh! Oh, das hat er aber früher erkannt. Da muss man schon sagen, eine gerade Strecke. Das, da sage ich nur, oh dear. Hm. Ah, ja, ich gemerkt, die waren noch ein bisschen, jetzt seid ihr wieder ein bisschen früher als ich. Ich hab euch vorher schreien gehört, als dieses Reh kam. Ich mache mal so. 57, 37, vielleicht hat er einfach zum richtigen Zeitpunkt erst gelenkt, als es irgendwie, sag ich mal, sinnvoll war, rein rechnerisch. Aber selbst die zwei im Kabinenhaus da hätten das Reh ja schon sehen müssen. Ja, die waren so durch den Virtual Reality Mode abgelenkt. Ja. Das meine ich ja. Also, okay. Hätten sie nicht gleich irgendwie einen Film ablaufen lassen können? Also bitte. Au. Oh. Alles schön Shot, Gegenshot, durchs offene Fenster aufgenommen mit der Kamera. Ja. Das erinnert mich ein bisschen an Spectre. Wir haben ja letztens erst Spectre geschaut und da geht es ja auch so ein bisschen darum, so ja, Technologie und die moderne Technologie ist nicht immer gut. Man braucht ja noch den Agenten, den menschlichen Agenten vor Ort und so. Und das hat er, glaube ich, jetzt gerade gesagt sogar. Ja, ja, genau. It lacks kids humanity und so weiter. A license to kill is also a license not to kill. Bla bla. Ich sehe immer Michael Caine, wenn ich den Typen sehe. Oh! Der unehliche Bruder wahrscheinlich. Wow! Bam. Bam, Motherfucker! Das habe ich nicht verstanden. Funktioniert das? So ein Schlag mit einem Würfel auf die Schulter und du fällst um? Von einer Frau geschlagen werden, ist auch nicht cool. Ne? Ja gut, aber das war so eine Frau, ein das ist ja ordentlich. Ja. Die seid ihr schon bei David Hasselhoffs Jeans Body? Okay. Jetzt gehen sie gerade raus. Ja, okay. Ah, ist doch eine andere Farbe, das Hemd. In dem Raum vorher sah es gerade aus, als wäre das so ein Body, wo er einfach so ein Gürtel rumgebunden hat. We have company. My senses indicate. Look again. Gibt's auch einen schönen Supercut auf YouTube, wo alle We have company Sprüche aneinander geschnitten sind. Aha. Aber du hast schon recht, das Klaviermotiv, das nervt. Ich glaube, der Soundtrack wurde auch nie veröffentlicht. Ja, anfangs war das noch ganz geil, aber mittlerweile kommt ja nur noch dieses Klaviergetippe da. Aber warum sind sie jetzt hinter ihm her? Auch weil sie böse sind. Weil sie zum Schweigen bringen wollen oder so. Ob das auch da eine Straftat ist, einfach vor der Polizei zu fliehen?
Wow! Can't penetrate. Ach, es ist sein Auto, aber Kit fährt. Das ist ja auch cool. Jetzt springen! Ob Sound. Einfach durch. Na. Na. Oh, jetzt aber ins Wasser auch noch. Jetzt U-Boot-Funktion. Schwimmen. Wie der Lotus Esprit bei der Spion, der mich liebte. Das Boot. Ja, der hat halt echt nur einfach die wie sagt man, die CPU reingeladen, aber der hat keine Gadgets drin. Er ist dicht. Ja, gut, aber er konnte doch diesen Typen, konnte doch Scotty umballern, das ging, und er kann irgendwelche Sensoren mäßig irgendwas scannen, das geht auch. Aber es ist interessant, wo hier die Abgrenzung zwischen Kit und dem Auto, in dem Kit verbaut ist, gemacht wird. Ja. Aha, okay, gut. Ah, okay. Ja, wenn es jetzt ein James-Bond-Film wäre, würden die jetzt knattern, sage ich dir. Oh, jetzt hat er kurz Schluss. Ist aber der Sauerstoff früher weg. Ach, aha. Quatsch nicht. Oh, jetzt Gott. Weiß ich, wie er zu dem Roten kommt. Okay. Ich habe Befürchtung. Lädt er jetzt das in die Cloud hoch oder was? Eben. Oder in sie. Ah, take care of yourself. Das steht gerade unter jeder E-Mail drunter. Oh, bitte, können Sie jetzt Kits irgendwie CPU in Ihren Chip reinladen und sie ist dann Kit? Das wäre lustig. Irgendwas müssen Sie machen. Kit! Kit is dead? Hm. Na. Hm. Wer ist das? Devin? Was passiert? Ich dachte schon, die fahren jetzt Kit ins Krankenhaus. Das wäre schön mit so einem Defibrillator in der Werkstatt. Ja, so voll, genau. Voll dramatisch. Kit! Emergency Room. Ach stimmt, der hat ja noch eine Mütze gekriegt. Ey, wenn bei Devin die Krankenversicherung auch nicht mitmacht, dann bin ich aber echt enttäuscht von dem System. Naja, aber der ist doch von so einer geheimen Untergrundorganisation. Also ich weiß nicht. Warum kann echt verdammte Scheiße jeder ins Behandlungszimmer rein? Oh, da ist der. Hey. Ach, die checken auch seine. Das ist dieser Knight-Typ. Das ist der Gründer, glaube ich, von der Dings. Der Vater vom. Also der. Ach, das ist schon zu lange her. Das sind jetzt Flashbacks aus der Serie. Ja, ja, das ist natürlich auch lame. Aus Devins Memory, Mann. Mhm. Ja, gut. Warum hat er die? Es gibt echt so viel Trivia zur Serie. Das ist der Wahnsinn. Oh, Schnauze. Muss man aber jeden erst bewusstlos schlagen, bevor man das Erinnerungsding... Ja, manche erschießen. Muss man diese Spritze in den Kopf jagen. Das sind doch alles böse in dem Raum. Wo ist der Doktor? Hallo. Jetzt erschießt er ihn auch noch. Nein. Oh. Du böser, böser Mann. Du böser, Alter, ist der David Mann. Immer noch unter Wasser? Kann der jetzt den mal auf die Fresse hauen? Er hat noch 25 Minuten Luft. Das ist Echtzeit? Ach komm. Devin! Nein! Wir hätten immer einen trinken sollen, wenn das Theme kommt. Ja, ja, stimmt. Stimmt. Ich glaube, Jan Hammer hat wahrscheinlich auch nur einen einzigen Track beigesteuert. Und den müssen sie halt immer wieder und immer wieder nehmen. Oh nein. Ernsthaft jetzt? Ach, komm schon. Nein. Flatline. Und die Beerdigung. Alter, ernsthaft, das ist ja...
Wer ihn wohl umgebracht hat? Doch nicht etwa der letzte Typ, der mit ihm in einem Raum war? Oh, Schnauzer. Zwei Schnauzer. Nein. So, von Schnauzer zu Schnauzer. Was machen wir? Den trinke ich auf Devin. Ist der jetzt wirklich tot? Ja. Ich glaube, der Schauspieler hat auch auf den Rotz keinen Bock mehr gehabt. Hey, mach den Moment nicht kaputt. Auf Devin. Ja. Ach, war das hier wie Harrison Ford und in wieder Star Wars. Die Melodie. Ich habe keinen Bock mehr. Tötet mich endlich. Tötet mich endlich. Die Krawatte ist schief. Oh Gott. Er ist echt aufgelöst. Jetzt müsste aber Bonnie doch wenigstens bei der Beerdigung sein. Das stimmt wohl. Nicht mal das, mein Gott. Nicht mal das. Okay, wir wissen nicht, wie sie aus dem Wasser rausgekommen sind. Wir wissen nicht, wie sie überlebt haben. Wir wissen nicht. Wir wissen es einfach alles nicht. Die haben gewartet, bis der Abschleppdienst kam. Und sie sind schon wieder trocken. Und die Frisur sitzt. Das ist da jetzt wirklich ein Logiksprung, oder? Oder habe ich da was verpasst? Aber sie haben wenigstens so ein paar Algen unter die Windschutzscheibe geklatscht. Ja. Das ist ja immerhin was. Die ganzen Bullen, die verfolgt haben, die standen dann einfach auch nur da und haben gewartet, ob die irgendwann wieder auftauchen oder was. Das waren auch böse Bullen. Ja, auch das. Boah, wie er das Ding über die Schulter geschwungen hat, ey, Wahnsinn. Ja. Ich freue mich auch immer, wenn er so ins Bild läuft irgendwie. Ja, also modisch ist es schon immer top. Und das stimmt. Ja, und ist wirklich selten. Yeah. Hau ihm auf die Fresse, ja, genau. Sag doch, der Typ ist ein Arsch. Der hat Kit kaputt gemacht. Hau ihn ins Gesicht. Einmal eine zentrieren und gut ist. Also in der Serie hat er sich ja auch nie vor ja, dem Haus kaputt gestellt. Yes, jawohl. Also. So. Danke. Er hat es ja auch provoziert. Das hat er von Anfang an verdient gehabt. Ja. Huh. Ist schon schön da. Ja. Ja. Das sind ja auch, seine Pension basiert ja nicht auf Steuergeldern, schätze ich, ne? Ist ja ein Privatunternehmen. Ja, das ist ja durch Spenden finanziert, ja, irgendwie. Für die Gerechtigkeit. Und Verfassung. Mhm. Vor allem für die. Ach, schön. Okay, ich weiß es nicht. Frage, glaubt ihr, die küssen sich in dem Film nochmal? Oh. Das ist kein Bond-Film, gell? Das darf man nicht vergessen. Ja, wenn dann ganz zum Schluss. Ja. So als Siegeskuss, so. Die Bösen gefasst wurden und so. Oder der Film endet mit einem Kuss. Ja, meine ich ja so. Ja. So wirklich ganz am Schluss. Ja, oder er hat ganz am Schluss seinen alten Kit und die küssen sich. Das ist ja nicht schöner. Und er fasst auch wieder dann den Knüppel an. Ah. Der keine Eingang, ich bin so angry. Fuck you, so many emotions. Es ist die Oscar-Szene, fass auf. Ja. Leider war es ein Fernsehfilm. Sonst wäre er Oscar nominiert gewesen. Gibt dem Mann einen Hamburger, wenn er einer haben will. Hält sich an der Bierflasche fest, als wüsste man, was kommt die nächsten Jahre. War es bei ihm eigentlich nur Alkohol oder auch Drogen? Nö, nur Alk. Also was man weiß. Ah, es hat schon so James-Bond-Vibes irgendwie. Findste? Bei James-Bond wären jetzt schon 30 Böse getötet worden und die Verfolgungsjagd wäre 10 Minuten länger gewesen. Es hätte schon eine Verfolgungsjagd gegeben. Irgendwas. Gab's doch. Ja. Ja, eben. Mit der Polizei? Ja. Die war halt nur recht schnell vorbei. Ja, okay. Ah, wir kriegen diese ganzen sozialkritischen Untertöne nicht mit, Mensch. Oh, es ist ja richtig so. Öl ist 10 Cent und gesunken.
Und sie wollen wahrscheinlich verhindern, dass sowas wie Kit Serienreife kriegt. Schnauzbart. Aber der ist ja alt. Oh, ich bin jetzt bei meinem dritten Bier. Hat sie einen Minirock an? Ja, das kleine Schwarze. Macht die so auf Doppelagentin oder was? Weil es immer noch in der Polizeistation darum. Hey, der Typ mit der Glatze und dem Schnauzer ist doch von der Foundation auch. Oder? Ja, eben, der ist ja gar nicht böse, nicht wirklich. Der wird geläutert. Oh yeah. Jetzt hat er das sexy Ding an. Also wirklich, das Auto ist eine individuelle Produktion. Die sind so in der Form nie vom Fließband gelaufen. Jetzt hat er. Da ist er. You didn't! This body fits me like a glove. Like a glove. No glove, no love. Und sie steigt natürlich sofort ein, weil er ist der Typ in dem geilen Auto, klar. Und vor allem, er sitzt halt nur so ein bisschen unterm Auto, schraubt ein paar Mal und dann passt das Ding. Hat er diesen Song gehabt? Jump in my car. I'm gonna drive you home. Crazy for you. Genau. So, wo sind sie jetzt hingefahren, wo romantisch ist? Autokino. Ja. Die sind ja heutzutage wieder total in. Ja, gerade jetzt. Das wäre geil, wenn sie jetzt auf so einer Klippe stehen Geld. Und der dann diese Wales Vagina. Oh, das ist schon mal scheiße. Guck mal, fehlt ihm sein richtiges, sein Interface fehlt ihm. Hm. Vor allem so ein rotes Auto ist ja überhaupt nicht auffällig. Ne? Nein. Nicht im Dunkeln. Ja. Im Dunkeln sind alle Katzen schwarz. Okay, dass Katzen da vorne so ein rotes Ding vor sich hin wabert, ist natürlich jetzt so ein Thema, ne? Ja, vielleicht hat er was draufgeklebt. Vielleicht kann er den auch in VR-Mode umschalten. Okay, jetzt ist der richtige Moment, um mal so durch so eine Wand zu fahren, oder? Ja, ja. Durch diese ganzen Regale mit Kartons, die alle leer sind. Ja. Oder voll Styropor. Ja. Jedes Klischee wird hier ausgewalzt. Heißt erst Chicken Wings, dann Donuts. Ah, Miller. Was ist eigentlich der große Plan? Wollen die, was wollen die eigentlich? Kann mir kurz erklären. Die wollen, glaube ich, Waffen wieder einführen. Weil die damit, weiß nicht warum. Weil Waffen sind geil. Aber auch die Autoindustrie stärken und überhaupt alle bösen Industrien und so weiter, schätze ich mal. Ja, der Raucher kommt doch noch, ich sag's euch. Ja, wir wissen, wer Watts ist. Man muss so dringend aufs Klo, Leute. Tja, 20 Minuten musst du noch durchhalten. Ja, jetzt wird's aber auch spannend. Und ich habe euch ja gesagt, es gibt drei Versionen von diesem Auto. Die mit dem schwarzen Glas, die mit dem normalen Glas und noch die dritte. Und die kam noch nicht, okay. Die kam noch nicht. Kann er fliegen? Ja, bestimmt. So, Spectre Gadget. Wie ist der Hot Pursuit Mode oder wie der hieß, gell? Booster irgendwas Mode. Okay. Ja, der kam auch viel später. Was ist das denn jetzt schon wieder hier für ein Programm? Boah, ich würde lieber den Film sehen, den der gerade schaut. Rapture. Ja. Wo spielt dieser Film? Das ist nicht rauszukriegen. Wo spielt der Knight Rider eigentlich? In ganz Amerika. In ganz Amerika. Fahren die mit dem Truck rum. Kalifornien halt. Aber wo haben die ihr Headquarter? Obwohl ist das immer nur auf Rädern gewesen. Stimmt, wo ist der Truck? Fuck. Ja, mit der Schachfigur drauf. Ja. Aber das ist echt ein krasser Move. Also ich meine, wenn du heutzutage ein Remake machen würdest, hättest du nur so komische, weil irgendwie apropos nochmal Spectre, da hast du dann das alte Auto, da hast du die Gadgets und bla bla bla. Und die sind, das ist schon ziemlich ballsy, dass sie hier halt echt ziemlich wenig von der alten Serie hier reinbauen. Ja. Also du hast den Truck nicht, du hast das alte Auto nicht. Was soll das? Bonnie, wo ist Bonnie? Ja,
Was ich halt auch nicht verstehe, ist, wie der einfach mit diesem millionenteuren Auto einfach wegfahren kann. Das wird nicht angepinkt, das ist einfach weg jetzt. Das gehört ihm jetzt. Hat er sich genommen. Hatte der die Schlüssel? Ja, das ist wieder James Bond mäßig. James Bond klaut auch immer das Auto von Q. Ja, stimmt. Oha. Oh, yeah. Und voll umgewämst. Ich glaube, da hat sie mehr Schaden davongetragen, als wenn der sie getroffen hätte. Ja, vor allem wollte er eh dann den Typen erschießen. Auch das, ja. Und sie ist ja fast mit dem Kopf gegen die Wand, gegen die Ziegelmauer da. Geklatscht, ja. Schnauze. Okay. Ich glaube, den hattet ihr noch nicht. Ich glaube, ihr müsst jetzt da nochmal zulegen. Ja. Ja, die Berliner Luft ist jetzt dann auch leer. Das Geräusch von einem Auto, ey, geht gar nicht. Aber ein Fax hat's. Fax, geil. Das ist State of the Art Hightech von damals. Fax im Auto. Das erinnert mich jetzt gerade wieder voll an Demolition Man, wo Toilettenpapier braucht. Ja, genau. Einfach ein bisschen fluchen. Weil die drei Muscheln, die habe ich auch noch nicht ausgecheckt. Ja. Ach, stimmt, habt ihr eigentlich genug Klopapier jetzt über die Osterfeiertage und so? Ich habe es schon vorher sogar gekauft, bevor das Ganze losging, habe ich witzigerweise so eine Großpackung im Metro gekauft, da war auch noch alles da. Und dann irgendwann so alle so drehen völlig durch. Ich wollte jetzt auch nicht ablenken, sorry. Ist schon ein wichtiges Thema. Night Foundation. Night Foundation heißt sie, danke. Der hat den Bürgermeister in der Tasche, oder wie? Ja, wie wäre es mit so einem Plot, dass sie halt diese komische Night Foundation unterwandern, kaputt machen wollen, weil das so eine komische, dubiose Veranstaltung ist und dass die Polizei einfach mal hinter dieser Night Foundation her ist, aber irgendwie kommt das dann nicht so rüber, oder? Nicht wirklich. Oder machen sie es gerade? Ich glaube, sie machen das gerade. Aha, jetzt haben sie das Geständnis schon mitgeschnitten. Ja. Und damit braucht es keine Action mehr. Ah, doch, das rote Auto. Aha. Das ist jetzt bei das fliegende Auge. Das war da auch so ähnlich. Da haben sie da auch so das Geständnis mitgeschnitten. Dann den Hubschrauber gejagt. Er hat alles aufgeklärt und jetzt gibt es ja die fette Action-Szene. Pass auf. Das wäre es ja, nach einer Stunde 20 endlich mal eine fette Action-Szene. Also, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt noch Hoffnungen mache. Das gibt vielleicht noch einen Fist-Fight irgendwie zwischen Michael und dem Bösewicht. Auf jeden Fall muss diese blonde Kurzhaarige noch drauf gehen. Die wird ausgenockt und wird dann verhaftet hundertprozentig. Ja, und er natürlich auch, der große Böse. Ja. Schnauze. Handy. Oh, das ist ein schönes Handy. Oi. Aber was für Klopper das damals war, ne? Ich glaube, es waren noch die kleineren Modelle, ne? Es gab noch größere. Hast die irgendwie 3 Tage aufladen müssen für 10 Minuten Sprechzeit. Aber mit Cam schon. Wow. Die skypen auch schon. Boah, ja. Virtual Reality stand da links oben auf dem Knopf. Das ist für so Taxifahrer, wenn die Pause haben, können die sich ein 3D-Porno angucken. Oh yeah, Michael.
gesamte Autopark der Produktion wird jetzt nochmal eingesetzt. Hey, hoffentlich kommt jetzt nochmal gescheite 80s-Mucke, nicht dieses komische Klaviergedöns die ganze Zeit. Du, 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 du. Du, 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 du. Wow, wow! Krass. Action. Wow, hey, hat der gerade aus einem Megafon geschossen? RPG. Jetzt schon, oder? Ja, sah aus wie so, wieder so eine Schallwaffe. Irgendwie. Ich dachte, der macht gleich eine Ansage. Schießt du dieses Auto in den Arsch. Also es sah nicht aus wie eine RPG oder eine Bazooka jedenfalls. Die interessiert es nicht, dass gerade eins von ihren Autos... Hey, das ist aber ganz komisch, weil eigentlich waren doch diese Crooked Cops waren doch nur 3-4 Leute und jetzt machen sie die ganzen anderen Polizisten auch platt, oder was? Verstehe. Ja. Was ist das für ein geiles Teil, was wir da haben? Ja, aber das macht Kids natürlich nichts aus. Oh, jetzt kommt wieder Virtual Reality. Was bringt das? Boah, Predator. Das ist eine geile Szene. Ah, ja. Einfach so, zack, boom, peng. Na was? Sonic Disabler. Ah, scheiße, jetzt bin ich wieder komplett woanders hingesprungen. Nein! 1,22 jetzt. So viel Schnauzer sehen. Fährt er gerade auf Wasser? Nein. Okay. Steht er gerade im Stau? Nein. 1, 2, 20, 10. Er findet gerade Waffen im Kofferraum. 22, 12. Sie bestellt den Chopper. Get to the Chopper. Bring the old duck a duck. Ha. Was denkst du, wie das funktioniert? Stehen sie jetzt im Stau? Ja. Vor allem vor Taurus. Fährt er jetzt übers Wasser? Jetzt, das ist jetzt fährt er auf Wasser. Ganz genau. Das nennt man Aquaplaning. Und das ist die dritte Version des Autos, die sie gebaut haben. Ja, das ist die dritte. Nämlich die Schiffsversion. Das ist, okay. Ah, Entschuldigung, dass ich es vorweggenommen habe. Und die Aufnahme, die wir die ganze Zeit sehen, wo wir die quasi zwischen den Schultern nach vorne gucken durchs Auto, das ist eine Aufnahme in einem, das Auto ist quasi nur zur Hälfte gebaut worden, damit man halt diesen Shot machen kann. Die hintere Hälfte fehlt. Jemand vorbereitet, ich merke schon. Das dachte ich mir schon. Fahren wir mal in den Grachten lang, ne? Eine romantische Bootsfahrt. Der Soundtrack passt wieder wie Hölle. Ja, total. Ah, irgendwie. Jetzt hatten wir 2 Minuten Action, jetzt ist wieder rum. Ja gut, jetzt ist er schön auf dem Schiff. Ja, macht seinen Sakko wenigstens schön zu. Relax. Da kommt er angefahren. Das haben aber die auch nicht gesehen von der Brücke aus oder so, ne? Ja, wie will er jetzt da nach oben kommen? Ejector Seat. Goose Most. Ja. Boost Mode. Oh, stimmt, es gab ja auch einen Schleudersitz immer, das war auch cool. Die unliebsamen Leute. Oh, das ist aber schön, wie der angefahren kommt. Was will denn der? Die helfen denen wie beim Andocken. Ah, ich finde den Kid schon sehr schmand eigentlich. Ja, ich hätte gern mehr von dem gehört. Alle eingesperrt. Das Kid hat gerade diese Autos zugesperrt? Ja. Der kann ja alles kontrollieren von denen. Reifen platzen lassen, ne? Autos zumachen. Ja, da hätten sie auch diese ganzen Autos und so ein bisschen futuristischer machen wollen, weil die waren doch noch voll, völlig analog. Ich glaube nicht, dass der Kid das Laptop per WLAN runter. Gerade sein, das sind ja noch mechanische Schlösser. Ja. Schließmechanismen. Ja, vielleicht. Mit so Zentralverriegelung. Pneumatisch. Die gab es ja schon länger, ne? Ja, da war schon noch mit Druckluft. Oder? Jetzt gibt es noch einen Girl-on-Girl-Fight und noch einen David-Kopf-Fight. Ja gut, es müsste jetzt hier zur großen finalen Szene kommen gerade. Keine 10 Minuten mehr. Ja. Ob wir doch noch eine Action-Szene kriegen? Ja.
Aber dass die den noch nicht entdeckt haben in so einem offenen Areal. Ja, okay. Mit den Blumen und so. Genau. Ist ja super gut getan mit seinem blauen Hemd. Ja, genau. Also wie er rumschleicht. Ich guck mal ganz dezent woanders hin. Piu. Wow. Oder. Der hat eine echte wieder. Die haben halt echte Knarren. Ja. Scheiße. Aber interessant, du hast schon tatsächlich den Impact gesehen. Also beim Einschuss. Ja. Das sieht man ja oft nicht so wie bei den alten Western so. Ja. Aber es macht dir nichts aber aus. Aber es blutet ganz kaum, ne? Ach, da lacht ihr doch rüber. Ist ja schon im Kopf geschossen worden. Ja. Das Geräusch von der Waffe. Ja, ich glaube, es gibt keinen Girlfight mehr, die ist bedient. Das ist jetzt ein neues Klavier-Dings, ne? Ja. Oh, schau mal. Der Blumentopf hat die Kugel aufgehalten. Gute Deckung. Ich glaube, es kommt auch noch zum Girlfight. Die ist angeschossen genauso stark wie die. Oh, verdammt. So viele Leute. Oh, ja, die Mucke könnte echt das finale Szenen in so einem Supermarkt, ne? Ist natürlich geil in so einer Mall. Ich finde es geil gerade. Stranger Things 3. Auch ähnlich spannend. Das passt nicht, finde ich. Das macht das Ganze nicht spannend, die Musik, finde ich. Ja. Das macht es eher so Sonntagabend-Feeling. So pornös. Es ist so Couch-Feeling. Ja. Es ist immer noch diese Build-Up-Musik und jetzt rennen sie schon und schießen und so, da muss es abgehen. Leute. Oh. Gott, hätte ich gern diese Rolle gespielt von dem Typen da gerade. Wow, wer war das denn? Da ist der Girlfight. Ja, aber wer ist das Girl, das Na, fight? Wer ist es wohl? Mit ihr. Wo hatte ich die Perücke her, ist die Frage. Hä, wieso hast du, was? Ja, also, hat sie jetzt schnell auf dem Klo die Haare gefärbt oder was los? Nein, die Perücke auf. Ja, aber warum? Und woher? Ja, woher ist die Frage? Von ihr, hat sie einfach runtergerissen oder was? Aha. Oh, Space Odyssey. Das ist geil. Okay, also Star Trek und Space Odyssey wurden hier schon angeteasert. Also es ist schon Fanservice für die Sci-Fi-Gemeinde. Ja, das ist... Oh. Boah, da war gerade ein Continuity-Fehler. Der hat eine ganz andere gegrabt gerade. Habt ihr es gesehen? Nee. Mhm. Der hat eine ganz andere Frau hat er gegriffen und dann war der Schnitt und dann war eine ganz andere Frau in seinen Händen. Ist das Anna de Armas oder wie die heißt? Nee. Nee, egal. Die war damals, glaube ich, noch nicht geboren. Genau. So. Hä? Hat Kid sich gerade in die Waffe eingehackt? Nee, er hat ihn gezielt. Gesagt, wohin er zielen soll. Ja. Und das hätte er selber nicht gewusst. Steht wo hast du den Move gesehen? Geil. Voll krass. Ich sag doch, am Schluss kommt ein Fistfight. Roundhouse Kick. Wow. Jawohl. Ah, bam. Das war ist er bei Chuck Norris in die Lehre gegangen oder was? Der Hessler läuft nicht mehr hin. Oder war es der Stuntman? Und diese Blumentöpfe, die sind schon krass. Es ist eine gute Kampfszene, ich sehe keine Stuntman. Ja, stimmt. Aber der Soundtrack ist so wieder so unglaublich. Jetzt erwürgt ihn halt an seiner scheiß Krawatte. Ey, komm, war doch nur Spaß. Hey, komm, Entschuldigung. Mach keinen Scheiß. Ich habe auch eine echte. Wie wär's mit Schießen? Die ist schon tough, ne? Ja. Und die könnte auch eine Metal-Sängerin sein. Doro Pesch. Ja, exakt. Alter, setzt eine Kugel zwischen die Augen. Und die ganzen, die bleiben auch stehen, die Leute. Die laufen nicht weg oder so. Nee. Kreisch oder so. Nee. Alle zu. Irgendwas muss noch passieren und Kid fliegt rein und macht den Typen platt. Ich finde, dafür, dass es ein Kid-Film, also ein Knight Rider-Film ist, ist zu wenig von dem Auto zu sehen, von dem Action-mäßig. Ja, das Auto war ja fast gar nichts zu sehen. Ja. Also es konnte ja auch irgendwie nichts, außer so ein bisschen, ich mach mal die Türen zu und so. Doch, tu es. Ja, genau. War es auch wieder wie Spectre am Schluss. Hey, er ist es nicht wert. War immer klar, er ist es nicht wert. Was habt ihr mal mit diesem Spectre? Ich kenne das gar nicht. Wovon redet ihr da? Ich habe den halt vor kurzem gesehen und irgendwie Bond, da gibt es halt viele Parallelen, ne? Offensichtlich. Ach, den Film. Ach so, ich dachte, ihr redet über eine Serie. Ah, die spielt schon gut, finde ich. Mhm. Tja.
Sie tut, was das Drehbuch hergibt. Sie hat wahrscheinlich nicht mit Harvey Weinstein vögeln wollen und deswegen wird es nichts mit der Karriere. Gute Frau, gute Frau. Oh, hart. Okay. Yeah, darling. Er kriegt auf jeden Fall was aufs Maul noch. Das war klar. Nein, er hat noch. Kit! Oh. Das war eine Puppe. Und wir haben den Aufprall nicht gesehen. Jetzt siehst du mal wahrscheinlich noch. Oh, jawoll. Gut gelandet. Bam. Oh, was für ein One-Liner. Ey, ja. Wahnsinn. Hätte es aber witzig, dass er jetzt den Spruch bringt, den er vorher zu ihr gesagt hat. Er war ja gar nicht dabei. Oder hat es in ihren Gedanken gelesen, irgendwann mal? Dieser Off-Duty-Now-Spruch, der kam doch vorher, jetzt wo er sie erschossen hat. 1-4-3-3, genau, das war der Code, richtig. Ist das dasselbe Ding, wie der andere auch schon war? Das war doch ja. der war das auch schon 1-4-3-3? Angeschossen wurde. Am Anfang war es auch 1-4-3-3, aber ja, war da derselbe Typ drin? Nee, war ein anderer drin. Nee, war ein anderer Typ. What? Manson? Scheduled for release? Alter Schwede. Man named Manson? Ist das jetzt vielleicht ist es ja auch irgendwie hinten so ein Ding für Fans aus der Serie oder so. Naja, die meinen Charles Manson, also. Ah, da hätten sie jetzt schon Phoenix sagen können, hier als Anspielung auf Demolition Man nochmal. Oder John Spartan müssen sie jetzt auftauen. Demolition Man kam, glaube ich, später erst. Fuck. Was, 94, glaube ich. Ah, der war so 94, oder? Ja, ich glaube, der ist von 94. Was ist denn dieses Gefängnis mit der Platzverschwendung? Kussszene. Ja, man hat gesagt, es endet mit einem Kuss. Ja, aber da ist jetzt irgendwie auch nie irgendwie eine romantische Andeutung gewesen. Ich glaub, nee, deswegen ja. Ja, das stimmt. Aber das ist bei James Bond doch auch immer so. Oh, neue beste Freunde. Aha. Ja! Nein, verdammt! Oh, und zweiter Ansatz. Ja, okay. Meine, wahrscheinlich ist sie 10 Jahre jünger als er. Ja. Jetzt habe ich gedacht, der fängt an zu singen. Ja. Look back. I've been looking for freedom. Oh ja. Und sind wir wieder gut. Ja. Ich habe irgendwie jetzt nicht das Gefühl, als hätte ich irgendwas Wesentliches verpasst vom Film. Springt er jetzt an? Oder? Ja, er fährt rückwärts, okay. Ziemlich gute Stereo-Abmischung, finde ich hier gerade mit dem Kopfhörer. Er will das. Das ist übrigens die schwarzen Fenster, wie ihr seht, ne? Ja, genau. Damit man den Stunt fahren. Habt ihr diese fetten Vorderreifen gesehen? Krass. Und jetzt zeigt er, was er kann. So komisch. Und immer alles schön mit der Handbremse. Schluss. Ja, sie haben kein Geld gehabt, ein Auto kaputt zu machen, wie in der Serie. Na, doch, das eine Polizeiauto haben sie schön in die Luft gejagt. Nee, ich meine jetzt das Kit-Auto halt. Okay, cool. So, ja, ne? Das war's also. Ich pausiere jetzt hier mal. Und wieder dieses Gitter. Oh. es gibt nur einen einzigen Track vom Soundtrack. Ja, aber den werde ich mir auf jeden Fall in meine Playlist packen. Aber schau mal, wie viel Stuntmen die da drin hatten. Aber das haben sie gut gemacht. Habe ich nicht gesehen. Also das waren schon immer... Ja. Vielleicht haben die auch nur beratend mitgewirkt. Ja, sehr geil, Jungs. Das war also unsere Sichtung von Knight Rider 2000. Jetzt haben wir das auch erlebt. Ne? Also jetzt endlich. Und wie viele Punkte gebt ihr auf Letterbox? Habe ich nicht, kenne ich nicht. Also ist jetzt schon... Also schwierig. Puh. Also auch so als Fan muss ich sagen, so richtig abgeholt fühle ich mich nicht. Ich sag so, hätte ich das jetzt nicht mit euch besprochen, dann wäre es durchaus verschwendete Lebenszeit gewesen. Ja, durchaus, ja. Aber so hat es Spaß gemacht. War schön, David mal wieder zu sehen. Ich glaube, wir haben vielleicht ein bisschen verpasst. Ja, da habe ich mich auch immer sehr gefreut. Also modisch top. Mucke am Anfang war gut. Dann ab der Hälfte kam halt nur noch ding, 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 ding. Das war ein bisschen nervig. Es war keine tolle, wirklich
Handlung, gut, wir haben jetzt vielleicht auch nicht so viel mitgekriegt von. Ja. Aber irgendwie so, wie gesagt, da kam halt null Auto vor und Sven dann halt, dann irgendwie auch ganz komisch. Also für Knight Rider-Fans war das halt nix, die wurden nicht bedient. Ja, und vor allem 91 hättest du schon echt, okay, es war ein Fernsehfilm, hatten sie vielleicht kein gescheites Budget und so. Also ein bisschen mehr Action hätte ich jetzt schon gern gehabt. Also es gibt schon Fernsehfilme, die deutlich mehr können. Gut, klar, kommt immer aufs Budget an, aber aber irgendwie so ein große Marke oder wie Knight Rider, einen Sprung macht oder ist nicht durch eine Wand gefahren, es hat alles gefehlt. Nee, genau, nur so durch so ein paar schwindelige Kartons und leere Fässer. Und die Special Effects, wo sie drin hatten, da hat man eindeutig gesehen, dass es Greenscreen war. Und man kennt ja auch Filme, die älter sind und da das Greenscreen besser funktioniert hat. Also in die eine Szene zum Beispiel, wo sie vorhin ein Auto gefahren sind, da hat man gesehen, dass durch den Fenster, dass das nicht das richtige Hintergrund ist, sondern dass das Greenscreen-Hintergrund war. Ja, da gibt es auch himmelweite Unterschiede, wie man das machen kann. Aber ja, es war halt Knight Rider halt, ne? Aber wenn das wirklich ein Versuch war, die Serie quasi neu zu starten oder auch hier eine Staffelübergabe zu machen, ist sie natürlich offensichtlich derb missglückt. Und ich kann auch echt sagen, woran das lag. Und das hätte man auch echt vorher mal sehen können. Also das hat doch auch nichts mit der Serie zu tun. Also verhältnismäßig wenig. Hat ja auch nicht geklappt. Dann die Team Knight Rider Serie kam ja dann 6 Jahre später erst auch. Ja. Ja, diese Story war auch einfach irgendwie ein bisschen viel zu pseudo-komplex am Anfang. Zu fernsehmäßig irgendwie auch. Ja, so. Ja, also das war nicht so klassisch, sondern irgendwie, ich kann mich jetzt halt leider an wenige Folgen erinnern, was die da sonst so abgefeuert haben, aber irgendwie haben sie am Anfang echt sich viel Zeit gelassen, das alles so aufzubauen, auch mit lauter anderen Charakteren und so. Das fand ich eigentlich ganz nett. Ja, aber dadurch wirkt es halt nicht wie so Knight Rider, sondern hätte jetzt auch jeder andere Film sein können. Also ich lese mal, was Wikipedia schreibt. Die ohnehin bereits stark geschrumpfte Fangemeinde reagierte so auch größtenteils negativ auf den Film. Der Film floppte, sodass weitere Planungen für eine neue Knight Rider-Serie nach diesem Konzept nie realisiert wurden. Wer hätte das gedacht? Überraschung. Mhm. Devin ist ganz umsonst gestorben. Ja, das ist ja auch, muss das sein. Der hätte ja auch irgendwie in Rente gehen können. Aber nein, müsste wieder einen umbringen. Ja. Nur gut. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass man da echt ein gutes Reboot machen könnte. Also wenn jetzt, sagen wir mal, Sam Mendes hier ans Werk gelassen wird, der weiß ja, wie man mit Nostalgie umgeht und Fanservice und so. Die letzte Serie ist jetzt 10 Jahre erst her. Also, naja, erst. Aber wir könnten ja mal diesen anderen Film von 2008 anschauen, der Kid in Gefahr. Vielleicht ist der ja was. Da haben die einen Mustang genommen für ein Kid, glaube ich. Das ist ganz schön geil. Oh, nee. Das sieht das ist halt nicht der Pontiac, aber es ist halt zumindest schon mal schwarz war, glaube ich, ja. Ja, okay. Aber vielleicht kann der ja mehr. Wer weiß, wenn wir uns daran trauen. Ja, Jungs, ich habe das Ganze anmoderiert mit dem Hinweis, dass es hier Spaß auf der Überholspur wird. Ich glaube, es war eher so eine Spazierfahrt, würde ich sagen. Ja, Spaß war es schon, aber jetzt nicht gerade. Mal eine Runde um den Block auf dem Supermarktparkplatz, so würde ich sagen. Ja, einordnen. Genau. Das ist wohl wahr, ja. In der Zone 30. Ja, Sam, Andi, Thilo, danke, danke, danke und ja, bis zum nächsten Mal. Es hat mir auf sehr viel Spaß gemacht. Legst du mal vielleicht mal einen guten Film. Ja, alles klar, so machen wir. Ciao, servus. Bis dann, tschö. Ciao, ciao. Gute Nacht. Ja.